Ja, meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ich euch heute wieder begrüßen darf. Eine kleine Kontrolle am Mikro. Und ja, es tut mir leid, dass wir wieder so unterbrechen mussten, aber es gibt eben auch private Umstände, die mich nicht am Ort halten, sondern wo ich auch immer wieder weg bin und weg sein muss. Und das wird jetzt im Sommer immer wieder vorkommen auch. Und so habe ich auch vor, dass wir heute mit diesem Thema in die Sommerpause gehen und dann im Herbst unsere Themen wieder weitermachen werden. Das möchte ich gleich voran ankündigen, dass wir hier mit dieser heutigen Thematik auch einen gewissen Rahmen unserer Themen, die wir jetzt behandelt haben, etwas zu einem gewissen Abschluss bringen. Natürlich, ein Abschluss ist nie gegeben. In der Bibel geht es immer irgendwo weiter oder man kann irgendwo immer wieder neu anfangen, und das werden wir auch tun in unseren weiteren Themen, die wir dann weitermachen werden, so Gott es gibt, dass wir die Möglichkeit haben werden. Ich nehme gleich auch vorweg, dass ich heute zwar an sich den Eindruck habe, dass alles funktioniert, aber bei mir ist doch etwas, was nicht funktioniert. Mein Chat, ich kann also nicht sehen, wer im Chat ist, und ich kann auch eure Nachrichten nicht sehen. Wir haben heute Vormittag mit Jürgen schon da etwas probiert. Ich habe mir am Vormittag die letzte Sendung aufgenommen. Ich habe euch das per E-Mail auch mitgeteilt. Und da ist zwar die Aufnahme gut gegangen, aber ins Chat konnte ich nicht hinein. Das heißt also, wenn ihr mir Nachrichten geben würdet, ich kann noch nicht sehen, wie viel oder wer jetzt eventuell in der Leitung ist. Das ist bei mir irgendwo blockiert. Also irgendwas ist immer da scheinbar, was da nicht so ganz der Technik gut entspricht, aber ich möchte mich dadurch nicht stören lassen, und ich hoffe, ihr auch nicht. Wie gesagt, ich kann auf eventuelle Eingaben im Chat nicht reagieren, aber die sind eh ohnehin sehr selten, und so hoffe ich, dass das nicht stört. Gut, wir werden unser Thema heute fortsetzen. Die Überschrift habt ihr gesehen, es ist eine direkte Fortsetzung, also quasi ein zweiter Teil dieses Themas: die Opferung des Messias und die Zeit danach. Ja. Es wird nicht darum gehen, wie die Zeit nach der Kreuzigung Jesu weitergegangen ist, denn die kennen wir, die ist uns bekannt, die ist auch in der Offenbarung dann ganz deutlich vorausgesagt worden. Denn ich verstehe die Offenbarung als eine Offenbarung dessen, was Gott für die weitere Zukunft voraussagen hat lassen, vorausschauen hat lassen, nachdem das jüdische Volk seinen Messias abgelehnt hat, seinen Messias gekreuzigt hat und dann letztendlich auch sogar die Apostel angefangen hat, auf dieselbe Art und Weise zu behandeln, wie sie Jesus behandelt haben und bis vorher sie schon die Propheten behandelt haben und wie sie dann auch den Johannes den Täufer behandelt haben als den Wegbereiter. Das heißt, die Offenbarung des Johannes ist erst 100 nach Christus gegeben worden, und dort hat Gott erst die weitere Geschichte offenbart, wie sie weiterlaufen würde bis zum Ende der Zeit nach dieser tragischen Ablehnung des Messias und auch der Propheten und der Apostel durch das jüdische Volk. Und dass man da letztendlich auch die christliche Gemeinde, ne, die christliche Verkündigung abgelehnt hat. Aber unsere Frage richtet sich nicht nach der Geschichte der Kreuzigung des Messias, was nach der Kreuzigung des Messias gewesen wäre, sondern die Geschichte, wie sie weitergegangen wäre, wenn das jüdische Volk zunächst einmal Johannes den Täufer angenommen hätte und wenn sie dann auch den Messias angenommen hätten und
er dann trotzdem, wie wir es in unseren letzten Themen behandelt haben, trotzdem gestorben wäre, wenn ihn andere gekreuzigt hätten. Wir haben da über die Alternativen gesprochen, wenn ihn nicht die Juden, sondern die Römer gekreuzigt hätten, wenn ihn irgendwelche anderen Menschen umgebracht hätten, weil man eben sagt, umkommen hätte er ja müssen, sterben hätte er ja müssen und andere meinen, ja, ans Kreuz hat er müssen, aber nicht unbedingt aus Hass, sondern wie Laurentius von Brindisi, der katholische Jesuitenpater, in diesem Büchlein beschrieben hat, nicht? Mit dem haben wir uns jetzt längere Zeit beschäftigt, wenn sie nicht in Hass, sondern in Liebe, in Gehorsam, in Frömmigkeit gekreuzigt hätten. Oder wie adventistische Theologen heute immer mehr sagen und schon seit über 40, 50 Jahren eigentlich diesen Gedanken da und dort publizieren und prägen, dass der Messias dann eben an einem Altar geopfert worden wäre durch einen Priester oder Hoherpriester oder sogar von Gott selbst, der vom Himmel gekommen wäre und den Messias auf den Altar geopfert hätte, wenn das jüdische Volk ihn als Messias angenommen hätte. Ja? Also diese Thematik, die wir erschöpfend behandelt haben, führen wir jetzt weiter und fragen uns, was adventistische Theologen im Speziellen darüber sagen, wie der Plan Gottes nach einer solchen Annahme des Messias und nach einer trotz der Annahme des Messias möglichen Kreuzigung oder Hinrichtung oder irgendeiner anderen Tötung oder einer Selbstopferung des Messias, wie man es dann irgendwie versteht, oder eben nach einer buchstäblichen Opferung des Messias. Was adventistische Theologen darüber sagen. Es geht nicht darum, dass ich hier etwas sagen möchte, was ich mir vorstelle, sondern ich möchte auch heute ganz bewusst vertraut machen mit dem, was tatsächlich in adventistischer Theologie darüber gesagt wird und wie man mit dieser Frage umgeht und welche Alternativen man sieht. Wir werden uns die Frage stellen, ob es darüber im Alten Testament oder auch vielleicht im Neuen Testament eine Möglichkeit gibt, hier die Geschichte prophetisch vorherzusehen und vorher beschrieben zu haben in den Prophezeiungen, wie sie verlaufen wäre, wenn das Judentum den Messias angenommen, aber ihn dann eben irgendwie geopfert oder dass er sich eben selbst irgendwo irgendwie geopfert hat, wobei man da dann nicht sehr präzise ist, wie man sich das dann vorstellt. Aber Beispiele haben wir genannt. Ich meine, dass wir es hier mit einer besonderen Erkenntnis zu tun haben, die adventistische Theologie meint zu haben und die auch in manchen Publikationen, ich werde darauf hinweisen, buchstäblich zu lesen ist, aber wovon man üblicherweise in unseren Gemeinden, in den Predigten und in üblichen Themen, wenn man nicht zu diesen Fragen hinführt und die Theologen mit dieser Frage konfrontiert, wird man kaum etwas darüber hören, was darüber gesagt wird. Und ich möchte euch heute in diesem Thema trotzdem damit vertraut machen und bitte euch, dass wir dieses Thema in diesem Sinne noch miteinander gestalten und uns darüber gemeinsam Gedanken machen. Lasst uns noch gemeinsam beten und ich lade euch ein, das Haupt zu neigen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir auch heute Abend wieder herzlich danken für die Möglichkeit, die du uns gibst, dieses besondere Thema zu behandeln. Wir wollen uns Gedanken machen über das, was heute in unseren eigenen Reihen gelehrt wird, was Theologen erkannt oder meinen erkannt zu haben aus deinem Wort, auch aus dem Schrifttum von Ellen White. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, diese Gedankengänge recht verfolgen zu können, auch sie kritisch zu betrachten und hilfst, dass wir auch dadurch wieder ein Licht empfangen für das, was du wirklich in deinem Plan verborgen hattest und wie du den Weg der Erlösung von alter Zeit her vorgesehen hast und wie du dein Volk, das du erwählt hast, zu einem Volk machen wolltest, das für diese Welt zum Heil dienen sollte und dass dieser Welt auch dein Kommen in diese Welt recht vorbereiten hätte sollen.
Wir wollen dich bitten, dass wir auch aus all diesen Zusammenhängen, die wir hier heute betrachten, auch die nötigen Schlussfolgerungen ziehen und auch zu den rechten Erkenntnissen kommen, die du uns dadurch auch vermitteln möchtest. Segne unser Beisammensein in diesem Sinne und hilf, dass auch die Technik in diesem Sinne funktioniert und halte alle Störende fern. Wir preisen dich und loben dich dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, also, wie gesagt, ich kann eure Chat-Nachricht nicht sehen, kann auch nicht sehen, wer und wie viele Leute sich eventuell angeschlossen haben heute Abend. Wie immer, wir gehen unser Thema durch mit diesen Gedanken, die Opferung des Messias und die Zeit danach. Einleitend noch einmal zu unserem Thema ist es mir wichtig, grundsätzlich noch einmal darauf hinzuweisen, was ich das letzte Mal und in den letzten Themen immer wieder versucht habe darzustellen, dass mir die Vorstellung von einer buchstäblichen Opferung des Messias im Falle einer Annahme durch das jüdische Volk außerhalb adventistischer Theologie noch nirgends begegnet ist. Das heißt, mir ist noch nirgends begegnet und es wäre für mich echt interessant, ob irgendwo katholische, protestantische, evangelikale, charismatische, irgendwelche christlichen Theologen je auf den Gedanken gekommen sind, zu glauben, dass wenn die Juden Jesus nicht gekreuzigt hätten oder andere Menschen Jesus nicht irgendwie getötet hätten, so dass sich diese Prophezeiungen erfüllen, dass der Messias sterben musste, dass da irgendwo unter diesen Theologen, unter diesen anderen christlichen Kirchen jemand auf die Idee gekommen ist, außerhalb der Adventgemeinde, dass in einem solchen Fall ja, der Messias buchstäblich durch einen Priester, einen jüdischen Priester oder Hohepriester oder sogar durch Gott selbst auf einem Altar in Jerusalem geopfert worden wäre. Also ich möchte vornherein sagen, eine solche Vorstellung ist mir noch nirgends untergekommen. Auch Laurentius von Brindisi, den wir da beobachtet haben, der eine bestimmte Sicht hatte, kam nicht auf diese Idee und hat eine solche Vorstellung nirgends dargestellt. Ja. Das heißt, eine solche Vorstellung von einer buchstäblichen Opferung des Messias existiert offensichtlich nirgends außerhalb der adventistischen Theologie. Und noch einmal möchte ich darauf hinweisen, dass offensichtlich auch innerhalb adventistischer Theologie viele diese Sicht, diese Vorstellung von einer buchstäblichen Opferung des Messias absolut ablehnen. Das weiß ich von Predigerkollegen, ich weiß das von meinem eigenen Bruder, mit dem ich über dieses Thema gesprochen habe, auch mit Kollegen hier, wo ich jetzt gerade bin in Klagenfurt und mit anderen. Aber andere sind der Überzeugung, das ist so, und ich habe besonders auf Heinz Scheidinger aufmerksam gemacht, aber er war nicht der Erfinder dieser Theorie. Das ist auch eine Theologie, die schon in den 50er Jahren in der Adventgemeinde bekannt war. Und die Grundidee dahinter, obwohl man es nicht so konkret sagt, ist in diesem Buch irgendwo angedeutet, im Bibelkommentar, der adventistische Bibelkommentar, aus dem der Auszug heraus übersetzt worden ist und Heinz Scheidinger sein Handbuch für die Propheten ja aus diesem Text heraus übersetzt hat. Und obwohl in diesem Bibelkommentar, in diesem Text nichts von einer Opferung von Messias die Rede ist, Theologen, adventistische Theologen trotzdem zu dieser Überzeugung gekommen, dass eine mögliche Opferung des Messias durchaus im Bereich des Möglichen war und dass man hier sogar, und wir haben darauf hingewiesen, Texte aus dem Alten Testament zitiert, aus Sacharja 12 zum Beispiel, nicht? Und besonders Sacharja 12, Vers 10 und Sacharja 13, Vers 6. Zwei Texte, die man besonders in diesem Zusammenhang darstellt und aus dem diese Theologie ableitet von einer Opferung des Messias. Adventistische Theologen sind aber auch der Überzeugung, dass auch Ellen White einiges darüber sagt, was eventuell nach einer solchen Opferung des Messias, wie die Geschichte dann weitergegangen wäre. Und das werdet ihr wahrscheinlich, die ihr mir jetzt zuhört und die ihr vielleicht jetzt diese Thematik schon länger mit mir betrachtet, wahrscheinlich auch noch nicht so gehört haben.
Aber in diesen Unterlagen, die ich euch empfohlen habe, das Handbuch für Propheten von Heinz Schädinger, die Übersetzung also aus diesem Buch des Bibelkommentars, enthalten Informationen, wo adventistische Theologen der Überzeugung sind, dass es im Alten Testament Prophezeiungen gab, die sich erfüllen sollten, wenn Israel den Messias annimmt, er aber trotzdem getötet wird, trotzdem eben getötet oder geopfert wird und dann aufersteht und dann, wie die Geschichte dann weitergegangen ist. Es gibt Texte, die ich euch heute vorstellen möchte, wo man zu diesen Erklärungen kommt. Ich beginne damit, dass ich kurz einen Text wiederhole oder zwei Texte wiederhole, die wir das letzte Mal gemacht haben, am letzten Abend. Da gibt es in diesem Bibelkommentar und auch in diesem Handbuch für Propheten von Heinz Schädinger diese Aussage, wo es heißt, wenn die Nation Israel ihrem ihm anvertrauten Gut treu gewesen wäre und die hohe Bestimmung, die ihnen von Gott zugedacht war, geschätzt hätten, würde die ganze Erde mit Sehnsucht auf das Kommen des Messias gewartet haben. Das heißt, Israel wäre zum Licht der Heiden geworden, sie hätten die Mission in die Welt gebracht und die ganze Welt hätte mit Sehnsucht auf den Messias gewartet. Und dann heißt es gleich im Nachsatz, er wäre trotzdem gestorben, er wäre gekommen, trotzdem als Mensch in Bethlehem geboren, wie es die Prophetie sagt, ja. Er wäre gestorben und wäre auferstanden. Wie er gestorben wäre, ist interessant, in diesem Text steht nicht, er wäre gekreuzigt worden und wäre dann auferstanden nach 3 Tagen, sondern in diesem Text steht, er wäre gekommen, er wäre gestorben. Und da merkt ihr schon, die Theologen haben hier nicht mehr vom Kreuz geredet, sondern haben wahrscheinlich es offen gelassen. Ich kann mir vorstellen, dass die Theologen, die diesen Bibelkommentar geschrieben waren, sich in dieser Frage schon damals nicht einig waren, wie der Messias dann gestorben wäre, wenn die Juden ihn angenommen hätten und die Juden ihn nicht gekreuzigt hätten, wie der Paulus ja gesagt hat, wenn sie ihn erkannt hätten, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. An dem Text kommt man nicht vorüber. Und das hat man sich einfach damit beschränkt, dass man sagt, er wäre gestorben. Heinz Schädinger hat diesen Satz, der im Bibelkommentar so formuliert wurde, auf andere Weise übersetzt, er hat dann, oder auf ähnliche Weise übersetzt. Er sagt, natürlich, er hätte dann um unserer Sünden willen trotzdem sterben müssen. Er sagt auch nicht, er hätte gekreuzigt werden müssen, denn dann könnte er nicht gleichzeitig heute sagen, dass seine grausame Kreuzigung nicht notwendig gewesen wäre. Also ich mache euch auf diese Nuancen in der Formulierung aufmerksam, ja, wo man hier anders formuliert und das Kreuz hier nicht mehr vorkommt. Und ihr erinnert euch, als ich angefangen habe und die Erklärungen gegeben habe, dass ich nicht glaube, dass das Kreuz unbedingt der göttliche Plan war, dass mir das zum Verhängnis geworden ist in der Gemeinde und für manche einfach nicht nachvollziehbar ist. Aber in solchen Erklärungen, in solchen offiziellen Erklärungen, weise ich darauf hin und ich habe das damals noch nicht gewusst, sodass ich damals auch schon die Theologen schon auf diese Nuancen in der Formulierung aufmerksam machen hätte können, dass vielleicht da eine andere Diskussion entstanden wäre und ich weiß ja bis heute noch nicht genau, wie man dann mit solchen Aussagen umgegangen wäre. Ja? Aber wie gesagt, Heinz Schädinger sagt, natürlich, er hätte dann trotzdem unserer Sünde willen sterben müssen, auch wenn die ganze Welt mit Sehnsucht auf den Messias gewartet hätte. Er wäre dann auch auferstanden, wie es dann ja auch tatsächlich geschehen ist, nämlich nach 3 Tagen. Also daran hätte sich nichts geändert. Ja? Und dann geht der Bibelkommentar und auch das Handbuch für Propheten, wenn ihr euch das genau angesehen habt, und ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, Heinz Schädinger und übernimmt er hier diesen Text aus dem Bibelkommentar, und er geht dort an dieser Stelle nahtlos mit dem Satz weiter, wo es heißt, aber Jerusalem wäre. Und da meint man jetzt nach dem Tod und nach dieser Auferstehung, nach dieser Opferung des Messias und nach seiner Auferstehung nach 3 Tagen, wäre Jerusalem zu einem großartigen Missionszentrum geworden. Ja? Das heißt, ihr merkt schon, Jerusalem wäre vorher schon ein Missionszentrum gewesen
Und jetzt nach dieser Sicht, weil sonst wären ja die Heiden nicht nach Jerusalem gekommen, sonst hätte ja nicht die Welt mit Sehnsucht auf den Messias warten können, wenn nicht Jerusalem und das jüdische Volk schon vorher ein großes missionarisches Volk gewesen wäre und wenn nicht der Tempel in Jerusalem zu einem Bethaus für alle Völker geworden wäre. Das ist ja eine Beschreibung, die in dem Alten Testament absolut vor dem Kommen des Messias hineingehört. Ja? So kann man, wenn man jetzt, wenn im Bibelkommentar und in diesem Handbuch für Propheten von Heinz Schädinger diese Aussage jetzt der Aussage folgt, dass Jerusalem zu einem großartigen Missionszentrum geworden wäre, nach der Opferung des Messias und nach der Auferstehung des Messias, ja, dann würde das bedeuten, dass Jerusalem vor dem Tod des Messias und auch nach dem Tod des Messias zu einem großartigen Missionszentrum geworden wäre. Ja, von dem aus allem die Menschen erreicht worden wären, die bisher der göttlichen Einladung nicht gefolgt waren. Das heißt also, in dieser Aussage liegt der Gedanke verborgen, durch diese erste Mission, die schon weltweit mit die Völker in Sehnsucht den Messias erwarten hätten lassen, wären immer noch Menschen auf dieser Erde unter den Völkern gewesen, die bis dorthin die Einladung zur wahren Anbetung und den Gott Israels anzunehmen, nicht gehört hätten. Und so hätte dann Jerusalem noch einmal zu einem Missionszentrum werden sollen, erst nach dem Tod des Messias, damit noch einmal die Botschaft hinausgetragen wird in die ganze Welt. Das ist hier der Gedanke. Und da bezieht man sich, ja, und es geht hier weiter, also Menschen, die also bisher der göttlichen Einladung nicht gefolgt waren, und somit hätte sich Gottes Ruf, wendet euch zu mir, so werdet ihr selig aller Welt enden, in Jesaja 45, 22, hätte sich so erfüllt. Und ich habe in unserem letzten Thema schon darauf aufmerksam gemacht, wenn ihr Jesaja 45 anschaut, das könnt ihr nirgends herausfinden, dass dieses Kapitel irgendetwas zu tun hat mit einer Zeit nach der Opferung des Messias. Aus alttestamentlicher Sicht ist der gesamte Jesaja, Jesaja 45 vor allen Dingen, diese Kapitel 40, 45 bis 50 und so weiter, sind ja Beschreibungen, die alle eine Darstellung darstellen von Kommen des Messias, Verheißungen, die dort enthalten sind, die mit der Vorbereitung auf den Messias zu tun haben. Aber niemals etwas schildern, was erst nach dem Tod des Messias zu geschehen hätte. Ja? Und vor allem nicht diese missionarische Tätigkeit, die dort beschrieben wird in diesen Kapiteln. Also wendet euch zu mir, so werdet ihr selig werden, aller Welt enden. Von Jerusalem aus wäre diese Einladung in alle Welt gegangen. Und hier wird gesagt, nach der Opferung des Messias. Also das wäre die unmittelbare Geschichte gewesen. Es würde bedeuten, dass in diesem Fall der Geist Gottes über Israel noch einmal in besonderer Weise ausgegossen worden wäre, nicht über die Christen, über die Gemeinde wie damals zu Pfingsten, sondern noch einmal über das jüdische Volk, das ja seinen Messias schon angenommen hatte und jetzt noch einmal in Jerusalem ein großes Missionszentrum entsteht. Und das Interessante ist, und darauf habe ich ja auch schon letztes Mal hingewiesen, man stützt sich hier auch auf eine Aussage von Ellen White. Und das ist jetzt dieses Problem, auf das ich euch aufmerksam machen möchte. Hier werden Bibeltexte aus dem Alten Testament verwendet, die werden dann mit Ellen White Zitaten bestätigt. Also Ellen White Zitate sollen jetzt bestätigen, dass diese Aussagen, diese Geschichte, wie sie sich dann weiter abspielen sollte, wie sie in Prophezeiung im Alten Testament angedeutet ist, dass man hier durch Ellen White Zitate das belegen möchte. Und da gibt es im Bilder vom Reiche Gottes in dem Buch auf Seite 201 ein Zitat, das von einem Missionszentrum spricht. Und auf dieses Zitat hin haben diese Theologen in den 50er Jahren, sind sie zu dieser Idee gekommen, dass das, was Ellen White über dieses Missionszentrum sagt, dass das eine Situation sei, die erst nach der Opferung des Messias sich erfüllen sollte. Ja, also hier geht man davon aus, dass Ellen White diese Sichtweise durch dieses Zitat bestätigt. Und da gibt es tatsächlich diese Aussage, wo Ellen White sagt,
Was für ein einflussreiches Missionszentrum hätte Jerusalem werden können? Aber die Frage ist, wann? Wann spricht sie davon, wann das hätte sein können? Sie sagt, wenn seine geistlichen und politischen Führer nur die Wahrheit angenommen hätten, die Christus ihnen brachte. Ja, das sagen jetzt auch diese Theologen. Die Juden hätten den Messias angenommen, aber das Zitat, das Ellen White hier sagt, das sagt sie hier vor dem Tod des Messias, nicht erst nach dem Tod des Messias. Und dann heißt es hier, das abtrünnige Volk Israel wäre bekehrt worden, eine riesige Gemeinde hätte sich um den Herrn geschart und das Evangelium in kürzester Zeit in die Welt getragen. Das ist eine Aussage, die Ellen White geschrieben hat, was sein hätte können und was Gottes Plan war, schon in alttestamentlicher Zeit. Und hier in besonderer Weise, als Jesus noch in ihrer Mitte war. Das heißt, Jerusalem sollte hier ein Missionszentrum werden, nicht erst nachdem der Messias dann auf einem Altar geopfert wird und das Volk ihn angenommen hätte, sondern bevor er geopfert wird. Da ist kein Platz für eine Erklärung, dass dieses Missionszentrum im jüdischen Volk erst nach der Opferung des Messias sein könnte. Also hier wird ein völlig auf ungerechte Weise eigentlich ein Zitat für eine Theologie verwendet oder für eine prophetische Erklärung, die man da mit alttestamentlichen Texten in Verbindung bringt, die so nicht möglich ist, dass man sie von Ellen White her begründen kann. Ein anderes Zitat, und zwar gibt es das Büchlein Der Heiland, unser Freund. Es ist zwar auch eine Aussage, die auch irgendwo im Bilder vom Reiche Gottes steht, aber ich habe das aus diesem Büchlein, Der Heiland, unser Freund. Und da sagt Ellen White ebenfalls, was Jerusalem hätte sein können, wenn sie Jesus angenommen hätten, noch zu Lebzeiten, was zu seinen Lebzeiten geschehen hätte können. Hätten ihre Bewohner die Lehren Christi beherzigt und ihn als den Heiland angenommen, so würde Jerusalem ewig bestanden haben. Sie hätte die Königin der Reiche frei in der von Gott gegebenen Kraft werden können. Keine bewaffneten Soldaten hätten an ihren Toren gestanden. Kein römischer Banner von ihren Bauern geweht. Von Jerusalem aus würde die Taube des Friedens zu allen Völkern geflogen sein. Es wäre die krönende Herrlichkeit der Welt gewesen. Das heißt, Ellen White schildert hier diesen Frieden in Jerusalem nicht erst als eine Folge dessen, was geschehen wäre, wenn der Messias zwar von den Juden angenommen worden wäre, aber dann trotzdem gekreuzigt oder trotzdem an einem Altar geopfert worden wäre, sondern alle diese Aussagen beschreibt sie, wenn das Volk den Messias bei Lebzeiten angenommen hätte, ja. Und dann ist da kein Platz bei Ellen White, dass sie dann sagt, irgendwo, dann hätten sie ihn dann trotzdem getötet oder hätten sie dann trotzdem, Jesus wäre trotzdem gestorben, er wäre trotzdem dann irgendwo auf einem Altar geopfert worden. Mit Ellen White Zitaten kann man so etwas auf keinen Fall belegen. Auf das möchte ich hier hinweisen. Im Leben Jesu auf Seite 189 ist ebenfalls eine Aussage, die hier im Zusammenhang steht mit Plänen, mit buchstäblichen Plänen. Ja, da spricht Ellen White tatsächlich von einem Plan und von dem Willen Gottes, was noch zur Zeit Jesu, kurz vor seiner Kreuzigung, wie es in Realität war, was trotzdem noch in anderer Richtung sein hätte können. Sie sagt, die Menschen sammelten sich um Christus. Wären die Priester und Rabbiner nicht dazwischen getreten, so hätte Jesu Lehre eine Reformation herbeigeführt, wie sie die Welt nie erlebt hatte. Das heißt, nicht erst nach seiner Opferung oder nach seinem Tod, sondern als er da war. Ja? Also Jerusalem sollte nicht erst ein Missionszentrum werden, in dem Sinn, dass die Heiden das Evangelium hören, zweimal, sondern einmal und das längst vor seinem Kommen und spätestens als der Messias unter ihnen war. Nur so kann man diese Zitate von Ellen White verwenden. Wer sie anders verwendet, da kann ich nur sagen, schaut euch die Zusammenhänge genauer selber an. Ellen White lässt keinen Gedanken zu, dass hier das anders zu verstehen wäre.
Die Welt hätte eine Reformation erhalten, wenn Jesus tatsächlich aufgenommen worden wäre. Aber um ihre eigene Macht aufrechtzuerhalten, waren diese Obersten fest entschlossen, seinen Einfluss zu brechen. Doch die Pläne, an deren Verwirklichung die Rabbiner so eifrig arbeiteten, hatten einen anderen Urheber als den Hohen Rat. Das heißt, Ellen White sagt hier noch einmal, was wir das letzte Mal auch schon sehr deutlich gemacht haben, auch wenn Ellen White auf der einen Seite sagt, es war Gottes Plan, das Kreuz und nur das Kreuz und nur über das Kreuz ging der Weg der Erlösung, so sagt sie dann trotzdem hier von Plänen, die nicht Gott gemacht hat, nicht Gott hat den Plan für die Kreuzigung gelegt, sondern ein anderer Urheber war da als der Hohe Rat oder die Rabbiner. Und wir haben hier ganz deutlich letztes Mal die Zitate von Ellen White gelesen, wo sie sagt, das war ausdrücklich Satans Einfall und Satans Plan. Er wollte sie verleiten, Christus zu verwerfen und ihm das Leben so unerträglich wie möglich zu machen, in der Hoffnung, ihn in seiner Sendung zu entmutigen. Und tatsächlich wurden die führenden Männer Israels Werkzeuge Satan im Kampf gegen den Erlöser. Der Erlöser war unter ihnen. Er musste nicht erst gekreuzigt werden, damit er Erlöser werden konnte. Sondern hier diese Aussage sagt ganz deutlich, die Juden haben bereits gegen den Erlöser gekämpft. Jesus war ja schon im Alten Testament der Erlöser Israels. Er wurde als solcher angekündigt und in dem Sinn wurde er auch verworfen. Und hier geht die Theologie weiter in diesem Buch, also auch Handbuch für Propheten, wie sie Heinz Schädinger darstellt und in den adventistischen Bibelkommentar, wo sie noch einmal hier in dem weiteren Zitat, die Geschichte, wie sie da erzählt wird, geht einfach weiter in diesem Handbuch für Propheten, wo Jerusalem zu einem Missionszentrum geworden wäre nach der Opferung des Messias. Dann heißt es hier weiter: Allerdings hätte sich auch Feindschaft und Hass gegen dieses Missionszentrum erhoben. Also selbst wenn Israel und die ganze Welt mit Sehnsucht den Messias erwartet hätte, die Völker nach Jerusalem gekommen wären, wird hier in diesem Satz erklärt, dass trotzdem dann nach dieser Opferung des Messias und nach der Auferstehung Messias sich eine Feindschaft und ein Hass gegen das Missionszentrum erhoben hätte. Jetzt muss man sich fragen, ja, wir hätten hier noch einen Hass gehabt, wenn schon die ganzen umliegenden Völker mit Sehnsucht den Messias erwartet hätten. Ihr merkt, da irgendwo stimmen da die Zusammenhänge nicht richtig. Und dann wird hier dazu gesagt, auch dies war von Gott bei der Darlegung seines Planes vorhergesagt worden. Also man betont hier ausdrücklich, dass hier im Alten Testament, und ich werde euch jetzt hier einige Texte zeigen, auf die man hier Bezug nimmt, dass man davon ausgeht, dass es tatsächlich im Alten Testament Prophezeiungen gab, ganze Kapitelweise werden hier zitiert, Prophezeiungen gab, die sich erfüllen sollten unmittelbar nach der Opferung des Messias durch das jüdische Volk oder eben, dass eben der Messias vom Volk angenommen wird, aber er trotzdem auf irgendeine andere Art und Weise ums Leben kommt oder er sich selbst irgendeine auf eine Art und Weise opfert. Denn sterben musste er. Ja, so wird das ja gesagt. Und hier wird gesagt, dass auch von Gott ein Plan vorhergesehen war, der vorhergesagt hat, wie es dann nach dieser Opferung des Messias mit Jerusalem weitergehen würde, mit diesem Missionszentrum, dass da ein Hass und eine Feindschaft trotzdem von außen kommen würde. Und dann heißt es hier weiter in diesem Text, ihr könnt das alles in dem Handbuch für Propheten nachlesen, bei Heinz Schädinger könnt ihr das hier in Deutsch nachlesen und im Bibelkommentar ist derselbe Text eben in Englisch. Diejenigen, heißt es hier weiter in dem Text, die Gott nach wie vor ablehnten, würden, also trotz der Opferung des Messias, ja, die den ablehnten, würden sich vereinen mit dem Ziel, Jerusalem zu belagern. Das sind natürlich nicht die Juden jetzt, sondern die Völker außerhalb, die Feinde, die es dann trotzdem noch irgendwo auf dieser Welt gibt. Ja, woher die dann plötzlich kommen, ist natürlich eine Frage, die ich diesen Dialogen gerne gestellt hätte. Aber hier setzen wir uns kritisch mit adventistischer Theologie auseinander. Und ich glaube, es ist fair, dass wir, wenn wir nicht nur uns kritisch mit der Theologie von Nichtchristen, von Nicht-Adventisten, katholischen, protestanten, charismatischen oder Zeugen Jehovas auseinandersetzen, sondern dass wir auch in unsere eigene Literatur schauen und schauen, was wird denn hier von Theologen erklärt.
Und ich glaube, jeder Adventist hat auch das Recht, selbst sich Gedanken zu machen und auch das, was in unseren eigenen Reihen gelehrt wird, zu hinterfragen. Und das möchte ich auch heute Abend hier in diesem Zusammenhang, bei diesem Thema ganz klar mit euch zusammen machen. Jerusalem würde belagert werden und er sollte erobert werden, um selbst Nutznießer, das heißt, diese Heiden sollten hier, so heißt es in diesem Text, Nutznießer all der Segnungen zu werden, die Gott auf sein Volk gelegt hat. Das heißt, hier wird der Gedanke geäußert, dass die Völker sehen würden, der Messias ist in Jerusalem, der Messias heilt alle Kranken, er weckt Tote auf, nicht? Und in Israel blüht das Land und das Land ist inzwischen zu einem halben Paradies geworden. Das muss man dem ja allen vorausschicken. Und jetzt ist der Messias mitten in der Stadt Jerusalem drinnen. Und die Stadt hat große Segnungen und jetzt wird hier der Gedanke geäußert, dass die Heiden, die dann irgendwo kommen und bis jetzt sich nicht Israel angeschlossen haben, jetzt versuchen mit Gewalt in diese Stadt zu kommen, die Stadt zu belagern, um letztendlich auch Nutznießer dieser Segnungen zu werden, die Israel und die anderen Völker, die sich schon bekehrt haben, jetzt vom Messias erhalten können. Ja, das wird hier zum Ausdruck gebracht. Und dafür werden jetzt biblische Kapitel erwähnt. Und zwar steht hier im Bibelkommentar und in diesem Handbuch für Propheten, die erste Stelle, die hier angegeben wird, ihr könnt das nachlesen, ist Hesekiel 38. Und ich frage mich, wer von euch dieses Handbuch von der Propheten schon wirklich durchgelesen hat, für sich selbst durchstudiert hat. Ich habe während dieser Sendereihe mehrmals darauf aufmerksam gemacht und ich wäre jetzt sehr neugierig von euch zu wissen, wenn ihr da wäret, würde ich euch gerne die Frage stellen, ob euch das aufgefallen ist, was ich heute euch da vermittle und was ich euch heute zeigen möchte, was hier in diesen Texten drinnen steht. Ja? Hesekiel 38. Und überlegt, Hesekiel 38 folgt dem Kapitel 37 in Hesekiel. Und das Kapitel 37, das haben wir schon in einem unserer letzten Themen sehr deutlich studiert, wo hier tatsächlich vom Kommen des Messias die Rede ist. Ja? In Kapitel 37 ist ja, lesen wir das vielleicht zuerst, damit ihr seht, dass hier das Kapitel 38 tatsächlich in der Chronologie von Hesekiel, den Prophezeiungen von Hesekiel, einem Kapitel folgt, das von der Wiederkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft spricht und von der Zeit, wo dann schon ein König in Israel herrscht, der das Volk in Einheit führt. Und das ist eine messianische Prophezeiung, die üblicherweise auf Jesus hin ausgelegt wird. In Hesekiel 24, in Hesekiel Kapitel 37, Vers 24, da heißt es, und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinen Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und das ist ein Text, der hier in diesem Zusammenhang, in diesem Plan A-Konzept, in dem Handbuch für Propheten und in diesem adventistischen Bibelkommentar, dieser Text wird hier in dem Sinn verstanden, dass hier das erste Kommen des Messias geschildert wird, wenn er von den Juden angenommen worden wäre. Und jetzt liest man natürlich in diesen Text hinein, wenn er dann auch geopfert worden wäre und Jerusalem dann ein großes Missionszentrum geworden wäre, dann wäre auch hier in Kapitel 37 die Rede davon, dass das Heiligtum, in Vers 26 zum Beispiel, ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen und der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein und ich will sie erhalten und nähren, mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. In dem Fall eine Verheißung, wo der Tempel in Jerusalem für immer in Jerusalem sein sollte, wo auch Ellen White, das Zitat, das wir vorhin gelesen haben, würde mit dem in Übereinstimmung sein. Aber achtet darauf, hier in diesem Text, in Kapitel 37, habt ihr gar keinen Hinweis, nicht den leistendsten Schimmer eines Gedankens, dass hier der Messias vorher vom jüdischen Volk angenommen wird, aber trotzdem geopfert wird. Und dass er sich opfern lässt oder sogar bittet darum, dass er geopfert wird auf einem Altar.
Das ist etwas, was man in dieses Kapitel hineinliest und nicht da drinnen steht. Und dann kommt das Kapitel 38 und hier wird in diesem Zusammenhang erklärt, dass da dann das passiert wäre, was hier in Kapitel 38 und Kapitel 39 steht, was sich dann nach der Opferung des Messias trotzdem in Jerusalem und um Jerusalem abgespielt hätte. Jerusalem wäre also ein großes Missionszentrum geworden. Und jetzt lesen wir mal diesen Text zusammen, wo ich euch einige Gedanken vermitteln möchte. Ob wir hier das wirklich so übertragen können, dass hier die Geschichte beschrieben wird nach einer, wie gesagt, Opferung des Messias und dass Jerusalem zu einem Missionszentrum geworden wäre. Da heißt es, und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, richte dein Angesicht auf Gog, der im Lande Magog ist, und der Fürst von Rosch, Meschech und Tubal, und weissage gegen ihn. Und siehe, und sprich, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosch, Meschech und Tubal. Sieh, ich will dich herumlenken und dir einen Haken ins Maul legen und will dich ausziehen lassen mit deinem ganzen Heer, mit Ross und Mann, die alle voll gerüstet sind. Und sie sind ein großer Heerhaufe, die alle kleine und große Schilde und Schwerter tragen. Du führst mit dir Perser, Kuschiter und Libyer, die alle Schild und Helm tragen. Dazu Gomer und sein ganzes Heer, die vom Hause Dogamach und die im Norden wohnen mit ihrem ganzen Heer. Ja, du führst viele Völker mit dir. Wohlan, rüste dich gut, du und alle deine Heerhaufen, die bei dir sind, und sei du ihr Heerführer. Du meint hier der Gog, der König Gog aus dem Lande Magog. Ja? Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden, am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist. Und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israel, die lange Zeit verwüstet gewesen sind. Und nun ist es herausgeführt aus den Völkern. Und sie alle wohnen sicher. Also hier ist von einer Sammlung Israels am Ende der Zeit die Rede. Ja? Und da beginnt bereits schon das große Problem. Ist hier vom Ende der Zeit die Rede, das wir jetzt vor uns haben? Wenn ihr protestantische Theologen fragt, katholische Theologen, wenn ihr charismatische Theologen fragt, dann werden sie sagen, ja, das ist eine Verheißung, die für Israel jetzt gilt, für die Zukunft. Wenn ihr adventistische Theologen fragen werdet, dann werden sie grundsätzlich sagen, das war eine Verheißung, das war eine Schilderung für Israel nach der babylonischen Gefangenschaft, gehört in das Konzept von Plan A. Und das ist auch hier der Gedanke in dem Bibelkommentar hier und in dem Handbuch für Propheten, den Herrn Schädinger hier übersetzt, also in seinem Buch hat, dass er hier darauf hinweist, dass dieses Kapitel, so steht es hier in diesem Zusammenhang, einzuordnen wäre, dass es sich erfüllen sollte nach der Zeit der jüdischen Sammlung aus der babylonischen Gefangenschaft. Und hier wird hier interpretiert, nachdem dann der Messias von den Juden angenommen wird, aber er trotzdem geopfert wird. Und wenn wir dann weiterlesen in diesem Kapitel, dann heißt es hier, so spricht der Herr zu jener Zeit, Vers 10, ja, zu jener Zeit werden dir Gedanken kommen, dem König von Gog aus dem Lande Magog, und du wirst auf Böses sinnen. Und denken, ich will das Land überfallen, das offen daliegt, und über die kommen, die still und sicher leben, die alle ohne Mauern dasitzen und haben weder Riegel noch Tore. Achtet darauf, hier ist von einem Plan die Rede, wo Jerusalem ohne Mauern dastehen würde. Ja, nicht einmal das himmlische Jerusalem wird ohne Mauern dargestellt. Ja, das sollte uns jetzt auffallen. Und hier wird von einem Jerusalem gesprochen, das ohne Mauern dastehen würde. Das ist ein Plan, der offensichtlich da war. Und ich habe euch, glaube ich, schon einmal in einem anderen Thema früher darauf aufmerksam gemacht, dass wir auch bei Sacharja eine solche Prophezeiung finden, wo Jerusalem ohne Mauern gebaut werden sollte. Dass das tatsächlich ein Plan Gottes war, der nach der Rückführung Jerusalems auch existiert hat. Nicht nur Jerusalem soll wieder erbaut werden und die Stadt und die Mauern sollten gebaut werden, die dann durch Jeremia gebaut worden sind, sondern bevor diese Mauern wirklich gebaut worden sind, hat Sacharja eine Vision gehabt und die haben wir hier in Sacharja Kapitel 2,
wo der Prophet schon während der Zeit, wo die Juden schon bei der ersten Rückkehr in Jerusalem waren, wo er hier eine Vision hatte, wo ihm ein Mann gezeigt wird mit einer Messschnur. Und da heißt es hier in Sacharja 2, Vers 5, und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann hatte eine Messschnur in der Hand. Und ich sprach, wo gehst du hin? Er sprach zu mir, Jerusalem auszumessen und zu sehen, wie lang und breit es werden soll. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, stand da, und ein anderer Engel ging heraus ihm entgegen und sprach zu ihm, lauf hin und sage diesem jungen Mann, Jerusalem soll ohne Mauern bewohnt werden, wegen der großen Menge der Menschen und des Viehs, die darin sein wird. Doch ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. Meine lieben Geschwister, das sind alles Fragen, die ich heute an unsere Theologen gerne stellen würde. Was ist aus diesen Prophezeiungen geworden? Gott wollte offensichtlich gar nicht, dass Jerusalem mit Mauern gebaut wird. Da war ein Plan tatsächlich da, wo Jerusalem ohne Mauern existieren sollte. Gott, der Herr, sollte ihre Mauern sein. Ja? Jetzt wissen wir, Jerusalem ist aufgebaut worden in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, 70 Tage danach, durch Esra, durch Serubabel und Josua und Nehemia dann spätestens. Ja? Die haben die Mauern gebaut. Das heißt, diese Prophezeiung hat sich jetzt hier gar nicht mehr in dem Sinn erfüllt. Das ist nicht mehr das Jerusalem. Und so ist auch diese Prophezeiung in Hesekiel, kann sich nicht in der Weise erfüllt haben und kann sich nicht erst nach dem Tod des Messias erfüllen, denn nach dem Tod des Messias, zu der Zeit, wo er wirklich kam, war Jerusalem bereits wieder mit Mauern gebaut. Ja? Und hier spricht aber der Hesekiel von einem Angriff auf Jerusalem, auf das Volk, das wieder zurückgeführt wird, und wo das Land stille liegt und die Leute stille da sind und auch ohne Mauern in ihrer Stadt sitzen, ohne Riegeln und Tore. Ihr merkt also, diese Prophezeiung kann man auf keinen Fall dafür verwenden, dass das sich erfüllen hätte sollen, nachdem der Messias geopfert wird und Jerusalem zu einem neuen Missionszentrum geworden wäre. Lesen wir noch einmal ab Vers 11. Dieser König von Gog, nicht, der würde denken, ich will das Land überfallen, das offen daliegt, und über die kommen, die still und sicher leben, die alle ohne Mauern da sitzen und haben weder Riegel noch Tore, damit du rauben und plündern kannst und deine Hand an die zerstörten Orte legst, die wieder bewohnt sind, und an das Volk, das aus den Heiden gesammelt ist und sich Vieh und Güter erworben hat und in der Mitte der Erde wohnt. Das heißt, hier ist schon davon die Rede, dass das ein Szenario darstellt, was tatsächlich irgendwo Gott vorhergesehen hat, prophetisch vorherbeschrieben hat, was Israel nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft noch erleben hätte können. Diese Prophezeiung hat sich ja nie erfüllt. Und sie wird sich auch nie mehr erfüllen, denn selbst das himmlische Jerusalem wird nicht ohne Mauern dastehen, wie schon vorhin gesagt. Und da wird kein König von Norden kommen, der da Jerusalem angreifen würde. Ihr merkt, das passt nicht, das können wir nicht einfach auf das himmlische Jerusalem übertragen, obwohl das im gewissen Sinne dann auch gemacht wird. Und wie man das macht, auf das möchte ich dann noch kurz eingehen. Jedenfalls wird hier dieser König Gog beschrieben aus einem Land des Nordens, und die Länder, die hier beschrieben werden, die kann man in alten Landkarten nachlesen. Das sind Länder, die da in Persien sind, in Russland, in den nördlichen Gebieten, dort, wo sich diese Urvölker ausgebreitet haben. Ja? Und dann auch Araber. Hier im Vers 13 steht, Saba, Dedan und die Kaufleute von Tarsis und alle seine Gewaltigen werden zu dir sagen, bist du gekommen zu rauben und hast du deine Heerhaufen versammelt zu plündern, um Silber und Gold wegzunehmen und Vieh und Güter zu sammeln und große Beute zu machen. Darum, so weissage du Menschenkind und sprich zu Gott, so spricht Gott der Herr, ist nicht so, wenn mein Volk Israel sicher wohnen wird, dann wirst du aufbrechen und wirst kommen aus deinem Ort vom äußersten Norden, du und viele Völker mit dir, alle zu Ross und ein großer Heerhaufe und eine gewaltige Macht. Du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt.
Am Ende der Zeit wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Und so geht das in diesem Kapitel weiter. Das Kapitel 39 ist eine Fortsetzung. Das wird auch in diesem Zusammenhang genannt. Heinz Scheidinger in seinem Buch Handbuch für Propheten nimmt beide Kapitel zusammen. Wir werden heute nicht die Zeit haben, diese beiden Kapitel noch näher zu studieren, aber ich möchte euch hier nur mal grundsätzlich aufmerksam machen, dass hier die Theologen, die also meinen, der Messias hätte durch das jüdische Volk angenommen werden können, aber trotzdem geopfert oder auf eine andere Weise getötet werden müssen, nach 3 Tagen wäre er auferstanden und hätte Jerusalem zu einem Missionszentrum gemacht und von dort aus die Völker beherrscht. Und dann wäre Jerusalem, dieses Missionszentrum, durch diese Völker noch einmal umkringelt geworden. Für mich sind da einfach zu viele Widersprüche drinnen, denn wenn schon vorher die ganzen Völker mit Sehnsucht auf den Messias gewartet hätten, warum sollten sie dann jetzt dieses Missionszentrum angreifen? Allein diese Aussage reicht mir schon, um euch zu sagen, hier haben wir es mit offensichtlichen Unstimmigkeiten zu tun, die überdacht werden sollten und über die man sich zusammensetzen sollte und fragen, wie kann man das anders lösen. Ja? Ein zweiter Text, der hier in diesem Bibelkommentar und auch in dem Handbuch für Propheten als Beweis dafür verwendet wird, für diesen Angriff Jerusalems nach der Opferung des Messias, ja, ist in Sacharja Kapitel 12. Er wird Sacharja Kapitel 12, 2 bis 9 geschildert, ja, dass hier ein Angriff auf Jerusalem gestartet wird nach der Opferung des Messias. Da heißt es hier: Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Meine lieben Geschwister, wie ist das möglich, wenn man hier einen Text hat, wo man sagt, in Jerusalem warten alle Völker, die ganzen Völker warten mit Sehnsucht auf den Messias. Jetzt ist er gekommen, er ist unter ihnen, wird unter ihren Augen getötet wird er geopfert. Und dann auf einmal nimmt man hier solche Texte und sagt, alle Völker werden sich dann gegen Jerusalem versammeln. Ich glaube, ich brauche hier gar nicht mehr weiterlesen, um euch zu zeigen und euch aufmerksam zu machen, hier, dass hier große Unstimmigkeiten da sind, wo man hier etwas in Texte hineinliest, die dort nicht hingehören. Und ihr könnt auch hier in diesem Zusammenhang vor dieser Belagerung keinen Hinweis finden, dass da der Messias vorher von den Juden in Wohlgefallen aufgenommen worden wäre und geopfert wäre oder dass er sich selbst irgendwo geopfert hätte und dann diese Geschichte stattgefunden hätte. Das ist hier eine Geschichte, die vorausgesagt wurde, längst bevor der Messias kommen sollte. Ein weiterer Text, den man hier verwendet, auch das ist der Sacharja 14. Auch dieses Kapitel wird hier erwähnt und erinnert euch, ich habe schon einige Male euch aufmerksam gemacht, dass es ganz wichtig wäre, den Propheten Sacharja und genau diese Kapitel, die wir jetzt hier haben und die uns hier vorgelegt werden in diesen Kommentaren, dass wir diese Kapitel zuerst genau studieren müssten, um sagen zu können, ob wir wirklich den richtigen messianischen Plan schon erkannt haben in der Bibel. Ja, was gewesen wäre, wenn die Juden wirklich Jesus angenommen hätten, nicht nur Jesus, wenn sie die Propheten schon angenommen hätten und wenn sie den Willen Gottes getan hätten und dann erst recht, wenn der Messias gekommen wäre. Und solange man diese Texte, die wir jetzt nur so andeutungsweise lesen, nicht richtig deuten können, durchgehend erklären können, sollten wir uns nie anmaßen, dass wir ein klares Verständnis des messianischen Planes im Alten Testament haben. Und wenn wir dort das rechte Verständnis nicht haben, dann riskieren wir auch das rechte Verständnis vom gesamten Erlösungsplan irgendwo noch nicht so richtig zu haben. Es ist interessant, dieses Kapitel 14, ja,
Da steht hier, siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte, Jerusalem, unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Achtet darauf, wieder ist hier von allen Heiden die Rede, die Gott sammeln würde zum Kampf gegen Jerusalem. So, einen solchen Text kann man doch nie dafür verwenden, um etwas zu beschreiben, was nach einer Zeit passieren würde, wo die ganze Welt, die Völker den Messias angenommen hätten und der Messias unter ihnen geopfert worden wäre. Hier ist immer noch von einer Zeit die Rede, wo die Völker der Welt in Feindschaft gegen Jerusalem sind und wo von einem Messias keine Rede ist, der da schon zu dieser Zeit in Jerusalem wäre. Und hier in diesen Texten vom Bibelkommentar und auch vom Handbuch von Hans Scheidinger geht man davon aus, dass der Messias zu dieser Zeit, wenn Israel angegriffen wird, zum Teil in Jerusalem schon ist. Die einen sagen, es gibt Theologen, die sagen, der Messias wäre zu diesem Zeitpunkt als der Auferstandene schon in Jerusalem. Andere gehen in diese Richtung, dass er dann als der Auferstandene, denn wenn Jerusalem angegriffen wird, erst als der Messias dann erscheint. Und dafür verwendet man diesen Text dann in Sacharja, wo es dann heißt, lesen wir Vers 2 weiter, denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Gott so etwas trotzdem zugelassen hätte, wenn Jerusalem als Ganzes mit Völkern versammelt, den Messias angenommen hätten und in Jerusalem praktisch schon die Erlösung durch das Sterben des Messias erlangt hätten, dass Gott hier dann sowas noch einmal zustande kommen lässt? Und dann heißt, und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Wer kann sich das wirklich vorstellen? Jerusalem wird ein zweites Mal zu einem Missionszentrum. Sie tun den Willen Gottes und dann würde Gott so etwas zulassen, dass die Hälfte der Stadt noch einmal weggeführt wird. Also meine lieben Freunde, ich würde jetzt gerne alle adventistischen Theologen vor mir haben und mit ihnen dieses Thema durchgehen anhand dieser Unterlagen, die wir hier haben, mit denen ich mich jetzt schon seit Jahren auseinandersetze und versuche hier auf Unstimmigkeiten aufmerksam zu machen und zu sagen, das ist doch hier niemals ein Plan A-Konzept, wie es hier von Theologen dargestellt wird. Und dann heißt es hier, und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Und hier wird in diesem Text erklärt, ich lese das jetzt hier weiter, Gott selbst würde aber hier eingreifen, gegen die kämpfen, die ihm bewusst widerstanden haben. Und hier wird Sacharja 12 und Sacharja 14, diese Kapitel, die wir jetzt lesen, zitiert. Zu diesem Zeitpunkt würde er, also Jesus, der Messias, König sein über alle Lande. In Sacharja 14, Vers 8 und 9, den Text, wenn wir jetzt da weiterlesen, da steht dann hier, zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen, und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande, zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene von Gibeah bis nach Rimmon im Süden, aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin an bis an die Stelle des Tores, bis an das Ecktor und vom Tor Hananael an bis an des Königs Kelter und so weiter. Ihr könnt das weiterlesen. Hier wird tatsächlich eine wunderbare Verheißung für Jerusalem gegeben, wo Jerusalem tatsächlich angegriffen wird und Gott verteidigt dieses Volk. Aber niemand könnte hier zeigen, aus diesem Text heraus, dass vorher der Messias in Jerusalem schon war,
geopfert wurde, das Volk ihn angenommen hätte und ihn dann in Gehorsam und in Liebe an einem Altar geopfert hätte, oder wenn sogar Gott seinen Sohn geopfert hätte, und dann hätte das, wäre das noch einmal geschehen. Aber der Text in diesem Bibelkommentar führt uns in diese Richtung, da heißt es, dass seine Herrschaft würde sich erstrecken von einem Meer bis ans andere, bis an der Weltende. Saharia 9, 9 bis 10 wird hier noch erwähnt, und da haben wir diesen Text, wo es heißt, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Füllen der Esel, auf einem Füllen der Eselin, denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Friede gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Dieser Text wird hier in diesem Bibelkommentar und in dem Handbuch für Propheten von Heinz Schädinger ganz konkret angesprochen, als ein Text, der sich erfüllt hätte, wenn der Messias nicht ans Kreuz genagelt wurde, aus Hass für den Juden, wie es geschehen war, sondern wenn sie ihn angenommen hätten, wenn er am Altar geopfert worden wäre und nach 3 Tagen wieder auferstanden wäre, und dann hätte es hier eine heidnische einen Angriff gegeben über Jerusalem, und dann wäre der Messias mit einem Esel in Jerusalem eingeritten. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das zusammenpasst? Wenn der Messias dann schon auferstanden ist, denn hier geht man auch, hier findet ja bereits schon die Auferstehung statt, Jerusalem wird zum Missionszentrum, und dann kommt der Messias. Also ich frage mich, wie es möglich ist, dass solche Texte noch nie zu einer Diskussion in unseren theologischen Gremien geführt haben. Ja. Hier geht der Text dann weiter in der Erklärung, da wäre dann das irdische Messiasreich angebrochen, jene Zeit, da die übrigen unter den Heiden, die wieder Jerusalem zogen, jährlich heraufgekommen wären, anzubeten den König, den Herrn Zebaoth. Saharia 14, Vers 16 wird hier zitiert, ihr könnt den Text Saharia 14 bis zum Schluss lesen. Da heißt es, und alle die übrigen, übrig gebliebenen, das heißt, Gott würde hier die ganzen Heiden, die da hier gegen Jerusalem gezogen sind, vernichten, und dann würden aber trotzdem noch irgendwelche Heiden übrig bleiben, die jetzt nicht als Feinde gegen Jerusalem gezogen sind, und da heißt es hier, und alle die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, auch solche, ja, da wird sogar von denen erwähnt, die gegen Jerusalem gezogen sind, aber überlebt haben diese Schlacht, ja, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten. Und jetzt überlegt er mal, jetzt kommt der Messias ein zweites Mal, ist schon auferstanden, würde dann in dem Fall vom Himmel herkommen, der Ölberg würde sich spalten, und jetzt der Angriff der Heiden ist da, und dann bleiben da irgendwelche Heiden übrig, und dann kommen diese Heiden auch von außerhalb Jerusalems nach Jerusalem und werden dort das Laubhüttenfest feiern. Und hier ist der Text angegeben bis zum Vers, der Vers 16, der wird hier angedeutet. Aber da geht es ja beim Saharia weiter. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über das wird es nicht regnen. Überlegt, jetzt kommt jetzt noch einmal eine Zeit, wo über den Rest der Menschen, die jetzt trotzdem nicht nach Jerusalem anbeten werden, der Regen, das heißt der Spätregen wahrscheinlich auch, der geistliche Regen und auch der buchstäbliche Regen nicht kommen wird. Also noch einmal Trübsal und Leid, wenn man das so deutet, dass hier von einem zweiten Kommen des Messias die Rede ist. Also ihr merkt schon, das kann es wohl nicht sein. Hier wird eine große Notwendigkeit, dass wir diesen Propheten Saharia im Zusammenhang mit Hesekiel viel deutlicher studieren und zu anderen Ergebnissen kommen. Dann heißt es in Vers 18, und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Zu der Zeit wird auf den Schellen der Rosse stehen, heilig dem Herrn, und die Töpfe im Hause des Herrn werden dem Becken vor dem Altar gleichgestellt sein. Und es werden alle Töpfe in Jerusalem und Juda dem Herrn Zebaoth heilig sein, so dass alle, die da opfern wollen, kommen werden und sie nehmen und darin kochen werden. Und es wird keine Händler mehr geben im Hause des Herrn Zebaoth zu der Zeit. Aber wenn ihr jetzt mitgedacht habt bei diesem Text,
dann findet nach einem solchen Kommen des Herrn, nach einer solchen Szenario, nach einem solchen Szenario, wie der Messias, der Herr vom Himmel kommt, der Ölberg sich spaltet, wird hier in Jerusalem weiterhin am Altar geopfert. Also ich hoffe, ich kann mir vorstellen, dass ich euch jetzt mit diesen Texten völlig verwirre, aber ich möchte euch darauf aufmerksam machen, wenn solche Texte dazu verwendet werden, um zu beschreiben, was geschehen wäre, wenn der Messias das erste Mal gekommen wäre, von den Juden angenommen wäre und geopfert worden wäre und dann auferstanden und das dann sich dann erfüllen sollte, dann hoffentlich seid ihr mit mir auf einer Linie und sagt, das kann es wohl nicht sein. Was haben sich hier Theologen wohl gedacht, wenn sie das hier so beschreiben? Interessant ist, dass Bruder Heinz Scheidinger ein Handbuch für Propheten, also nicht in dem Handbuch, sondern er hat ein eigenes Konzept über sein messianisches Plan, über den, er nennt es das, der königliche Weg. Da hat er auch diesen Text übernommen, wo es heißt, der Messias würde geopfert werden. Und dann sagt er hier in einem Text, den er als Konzept dargestellt hat, ich habe auch dieses Konzept hier in einem Skriptum von ihm, wo er diesen Plan A mit Israel darstellt, wo der Messias dann stirbt, wie er das vorhin gesagt hat, geopfert wird. Und dann sagt er hier, das Reich Gottes würde aufgerichtet, Israel wäre die führende Nation der Erde und ihre Gegner würde am Ende endgültig besiegt. Und da zitiert er dann Joel Kapitel 4. Und wenn ihr Joel Kapitel 4 lest, dann habt ihr dort eine ganz ähnliche Beschreibung wie in Sacharja Kapitel 14. Und Heinz Scheidinger bringt dieses Kapitel Joel 4 in Verbindung mit dem, was passiert wäre, wenn die Juden Jesus angenommen hätten, den Messias dann geopfert hätten und er dann nach 3 Tagen auferstanden und dann letztendlich in Jerusalem das messianische Reich, das Reich Gottes angefangen hätte aufzurichten. Das heißt, das wäre auch nicht gleich so geworden wie jetzt das, was wir in Zukunft erwarten, sondern was eben gewesen wäre, wenn die Juden ihren Messias angenommen hätten. Und dann heißt es hier in Kapitel 3, eigentlich müsste man das Kapitel 4 dazu lesen, nicht, wo dort von der Ausgießung des Geistes über alles Fleisch die Rede ist. Das würde wahrscheinlich hier dann mit hereingenommen werden. Und dann heißt es im Kapitel 4, denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils, Israel, weil es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben. Sie haben das Los um mein Volk geworfen und haben Knaben für eine Hure hingegeben und Mädchen für Wein verkauft und vertrunken. Und ihr aus Tyrus und Sidon und aus allen Gebieten der Philister, was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr mir's heimzahlen? Wohlan, zahlt mir's heim, so will ich's euch eilends und bald heimzahlen auf euren Kopf. Mein Silber und Gold habt ihr genommen und meine schönen Kleinode und in euren Tempel gebracht. Dazu habt ihr auch die Kinder Juda und die Kinder Jerusalem den Griechen verkauft, um sie weit weg von ihrem Lande zu bringen. Sieh, ich will sie kommen lassen aus dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will es euch heimzahlen auf euren Kopf, und will nun eure Söhne und eure Töchter verkaufen in die Hand der Kinder Juda. Die sollen denen in Sabal, einem Volk in fernen Landen, verkaufen, denn der Herr hat's geredet. Rufet dies aus unter den Heiden, bereitet euch zum heiligen Krieg. Bietet die Starken auf, lasst herzukommen, die hinaufziehen, alle Kriegsleute. Macht aus eurem Pflugscharen Schwerter und aus eurem Spießen Sichelspieße. Der Schwache spreche, ich bin stark. Ja? Geht es weiter, auf alle Heiden, ringsum, kommt und versammelt euch. Dahin führe du hinab, Herr, deine Starken. Die Heiden sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat. Denn dort will ich sitzen und richten alle Heiden ringsum. Ihr habt ja wieder, genauso wie bei Joel, bei Hesekiel und bei Sacharja, das zieht sich durch die alttestamentlichen Propheten durch, dass immer wieder davon die Rede ist, Jerusalem wird hier gesammelt, das heißt, Israel kommt aus der Gefangenschaft, wird von Gott gesammelt,
Jerusalem wird zu einer Stadt der Gottes gemacht, der Heilige Geist wird über diese Stadt ausgegossen und dann kommen trotzdem die Heiden rundherum, die dann Jerusalem bekämpfen. Auch die umliegenden Völker, die erwähnt werden, die Philister und Tyrus und so weiter, Sidon, das sind doch die Völker umliegend herum. Und ihr merkt, das passt jetzt einfach nicht in das Bild hinein, dass das jetzt die Geschichte sein soll, wenn der Messias jetzt von Israel angenommen wird und er in Israel geopfert wird und dann aufersteht und dann dieses Szenario noch abspielt. Wenn vorher schon die ganzen Völker ringsum nach Jerusalem kommen, um ihn anzubeten. Also immer wieder diese Widersprüche, solche Texte passen in dieses Konzept in keiner Weise hinein. Ja, ich hoffe, ihr könnt diesen Gedankengang folgen. Interessant ist auch, Heinz Scheidinger weist hier auch auf eine Prophezeiung in Jesaja 19. Er sagt, viele Gegner Israel würden bekehrt werden. Das würde sich erst abspielen, nachdem der Messias in Jerusalem geopfert sein würde. Und zwar in Jesaja Kapitel 19. Da haben wir hier eine Prophezeiung, die über Ägypten ausgesprochen wird. Und Heinz Scheidinger in seinem Konzept von Plan A ist der Überzeugung, dass Jesaja 19 eine Prophezeiung sei, die man als so einordnen sollte, als würde sich diese Prophezeiung erst erfüllen, wenn der Messias in Jerusalem geopfert wird und dann aufersteht und dann Israel zum Missionszentrum wird. Da heißt es hier von Kapitel, also von Vers 18 weg, ja, also Heinz Scheidinger hat hier den Text Jesaja 19, 18 bis 25 eingegeben, aber wir müssten eigentlich von Vers 16 weglesen. Da heißt es, zu der Zeit werden die Ägypter sein wie Weiber und sich fürchten und erschrecken, wenn der Herr Zebaoth die Hand über sie schwingen wird. Und die Ägypter werden sich fürchten vor dem Land Juda. Wenn sie daran denken, werden sie erschrecken wegen des Rates des Herrn Zebaoth, den er über sie beschlossen hat. Zu der Zeit werden 5 Städte in Ägyptenland die Sprache Kanaan sprechen und bei dem Herrn Zebaoth schwören. Eine wird heißen Ihr Heres. Zu der Zeit wird für den Herrn ein Altar mitten in Ägyptenland sein und ein Steinmal für den Herrn an seinen Grenzen. Jetzt achtet darauf, in Ägyptenland wird man einen Altar haben, auf dem man opfern wird. Ja? Und das nach der Opferung des Messias, wo er zur Erlösung der Menschen schon gestorben wäre. Und wo er schon auferstanden ist und dann wiederkommt und Jerusalem zu einem Missionszentrum wird. Wie ist es möglich, dass man solche Texte hier verwenden kann, um das in diese Zeit hineinzutun? Und dann sagt er hier, der Text geht ja weiter in Jesaja Kapitel 19, Vers 20, das wird ein Zeichen sein, das heißt der Altar in Ägyptenland, ja, wird ein Zeichen und Zeugnis sein für den Herrn Zebaoth in Ägyptenland. Wenn sie zu dem Herrn schreien vor den Bedrängern, so wird er ihnen einen Retter senden, der wird ihre Sache führen und sie retten. Denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden und die Ägypter werden den Herrn erkennen. Und das alles erst nach der zweiten Ankunft des Messias, nach einer Opferung. Nach einer Auferstehung, nicht, wie wir es gesehen haben. Der Herr wird den Ägyptern bekannt werden und die Ägypter werden den Herrn erkennen zu der Zeit und werden ihm dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem Herrn Gelübde tun und sie halten. Meine lieben Geschwister, ich glaube, ich brauche hier nicht mehr weiterlesen, aber es wäre mir wirklich recht. Ich habe bis heute keine Möglichkeit gehabt, mit Heinz Scheidinger, der uns auch durch so ein Konzept führt, ein Gespräch zu führen und ihn einmal aufmerksam zu machen, ihm nur einmal meine Fragen zu stellen, wie ist denn das möglich, wie kann man das in ein Konzept bringen. Da stimmt doch was mit diesem Plan A, Plan B Konzept nicht, mit einer Opferung des Messias und einer Zeit danach. Solche Texte kann man doch nicht verwenden. Es werden hier in diesem Bibelkommentar und auch bei Heinz Scheidinger auch die Texte von Jesaja 65, Jesaja 11 verwendet. Alles Zusammenhänge, die von einer herrlichen Zukunft Israel sprechen und die sich alle erst erfüllen sollten nach der Opferung des Messias, beim zweiten Kommen des Messias, quasi nach der Auferstehung des Messias nach 3 Tagen, aber das innerhalb kürzester Zeit. Heinz Scheidinger sagt hier zum Beispiel in seinem Text, dann bräche das Reich Gottes an, aber noch nicht ganz die Ewigkeit ohne Tod.
Jesaja 65, 66 und Jesaja 11 zitiert er. Und dann heißt es hier, und dann geht Gottes Endzeitplan mit Israel in Ezekiel 36 bis 48 weiter. Das heißt, Bruder Heinz Scheidinger bringt hier die Kapitel 36 bis 48. Alles, was dort steht, ja, ist für ihn ein Zeitplan, der sich erst erfüllen würde, nachdem der Messias in Jerusalem geopfert wurde und er dann nach 3 Tagen aufersteht und Jerusalem zu einem Missionszentrum macht. Also es ist für mich ein großes Rätsel und interessant ist, all das widerspricht auch dem, was John Pauline in diesem Buch beschreibt. Alle diese Texte, die wir jetzt gelesen haben, Ezekiel 38, Sacharja 14, die ganzen Texte in Sacharja, in Joel, bringt ja John Pauline im Zusammenhang mit der Zeit, die Gott für Israel vorgesehen hatte, längst bevor der Messias überhaupt kommt, sollte sich das alles erfüllen. Und wenn Jerusalem sich irgendwo in gewisser Weise bekehrt hätte nach der babylonischen Gefangenschaft, dann hätte Gott für Israel eingegriffen, wenn die Heiden trotzdem sich gegen Gott gerichtet hätten. Dann hätten sich diese Prophezeiungen auf diese Art und Weise erfüllen können, aber dann wäre der Messias nicht ein erstes Mal gekommen, um erst geopfert zu werden. Das passt in dieses Konzept nicht hinein und deshalb würde ich in diesem Punkt auch John Pauline gut zustimmen, der auch hier dieses ganze Konzept ohne den Tod des Messias und diese ganzen Texte auch ohne den Tod, längst vor dem Tod des Messias einordnet. Wäre ein Riesenstudium, das wir hier noch machen würden und ich hätte eventuell vor, dass wir dann im Herbst, wenn wir wieder mit unseren Themen beginnen, dass wir uns auch mit diesen Prophezeiungen näher beschäftigen, die da in Hesekiel sind, diese Endzeitprophezeiungen, nicht? Wo da vom König von Gog die Rede ist, wo dann davon die Rede ist, dass sich der Ölberg spalten würde, wenn Jesus dann da einschreiten würde in diesen Kampf. Und gerade weil ich den Ölberg zitiere, möchte ich euch aufmerksam machen, dass dieser Gedanke, dass Sacharja 14 sich unmittelbar nach dem Kommen des Messias, nach der Opferung des Messias erfüllen würde, dass das auch dem widerspricht, was ihr im großen Kampf finden könntet bei Ellen White. Denn es ist interessant, Ellen White bezieht sich hier im großen Kampf auf Seite 661 in einem Zusammenhang, in einer Beschreibung, wo sie den Kampf nach den 1000 Jahren beschreibt. Das heißt, wo die Geschichte beschrieben wird, was sich nach den 1000 Jahren abspielen wird. Und da sagt Ellen White, wenn da die ganzen gottlosen Menschen auferstehen und Satan dann nach Offenbarung 20 Jerusalem, das himmlische Jerusalem belagert mit seinen Mauern. Achtet, da ist von Mauern die Rede, während in Ezekiel von keinen Mauern die Rede ist. Und auch bei Sacharja der Gedanke drinnen war, dass Jerusalem irgendwo auch ohne Mauern stehen sollte. Und das ist ja ein Problem, ja, dass wir da noch eigentlich zu lösen hätten. Und Ellen White beschreibt hier dann, dass wenn Satan hier dieses neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt auf die Erde, wenn Satan dann diese Stadt angreift und bevor er sie angreift, Jerusalem vom Himmel herabkommt, dann schildert Ellen White, Christus kommt auf den Ölberg hernieder, von wo er nach seiner Auferstehung in den Himmel fuhr und wo die Engel die Verheißung seiner Rückkehr wiederholten. Da sagt Ellen White, dass Jesus, bevor die Stadt vom Himmel herabkommt, er selbst nach den 1000 Jahren herabkommt, bevor die Stadt herunterkommt und er seinen Fuß auf den Ölberg stellt. Ja, so heißt es hier. Also so kann man das aus dieser Schilderung ableiten. Christus kommt auf den Ölberg hernieder, von wo er nach seiner Auferstehung in den Himmel fuhr und wo die Engel die Verheißung seiner Rückkehr wiederholten. Der Prophet sagt, da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf den Ölberg, der vor Jerusalem liegt, gegen Morgen. Und der Ölberg wird sich mitten
zwei entspalten, sehr weit voneinander. Und der Herr wird König sein über Lande, über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Und da zitiert sie Sacharja 14. Das heißt, den Text, den wir vorhin gelesen haben, der hier in diesem Bibelkommentar, in diesem Plan A-Konzept von den Theologen damals in den 50er Jahren und von Herrn Scheidinger verwendet wird, als ein Text, der sich erfüllen sollte nach der Opferung des Messias, wo Jerusalem zu einem Missionszentrum wird. Den Text verwendet Ellen White, um die Geschichte, um ihn in Verbindung zu bringen mit dem, was sich nach den 1000 Jahren abspielen wird. Also hier haben wir das nächste Problem, wie passt dieses Konzept, das wir hier in diesen Zusammenhängen drinnen haben, dieses Plan A-Konzept in diesen adventistischen Veröffentlichungen, wie passt das jetzt mit diesen Aussagen von Ellen White zusammen? Es werden, also wie gesagt, ich könnte hier noch Text für Text, Satz für Satz weitergehen und wir würden von einem von einer Unstimmigkeit zur anderen kommen, um zu sehen, dass hier ein Konzept aufgebaut worden ist oder versucht wird darzustellen, dass ich persönlich mit biblischen Zusammenhängen, aber auch mit Aussagen von Ellen White in keiner Weise in Übereinstimmung bringen kann. Ich habe hier auch ein Konzept von Dr. Davidson, der ein Professor an der Andrews-Universität, und als ich 1997 dort war, habe ich zum Beispiel den Text in einem Konzept gefunden. Leider ist mir das erst im Nachhinein bewusst geworden, einige Jahre später erst, wo ich dieses Dokument erst durchgelesen habe. Und da hat auch Dr. Davidson ein Plan A-Konzept gebaut, das in die zusammengestellt, das in die gleiche Richtung geht, ja, wie dort in diesem Bibelkommentar. Und ich lese euch hier diesen Text hier noch abschließend vor, um dann das Thema hier in diesem Sinne zusammenzufassen. Er spricht auch hier von einer Zeit, wo Israel aus der Gefangenschaft kommt, aus der babylonischen Gefangenschaft, wo das Volk letztendlich auch sich neu reformieren lässt und wo dann das Volk generell den Messias, wenn er kommt, annimmt. Da heißt es hier in dem Text, die Nationen gehen auf zum Haus des Herrn, das ein Bethaus für alle Völker genannt wird, um auf seinem Weg Unterweisung und ihm Schulter an Schulter zu dienen. Die Tore Jerusalem bleiben beständig offen, um den Reichtum der Völker zu empfangen und um noch andere Nationen zur Bekehrung zu bringen. Das alles das, was hier beschrieben wird, was vor dem Kommen des Messias geschehen würde. Dann sagt er hier, möglicherweise versammeln sich alle Völker in Jerusalem und nennen es des Herrn Thron. Ihr merkt ja, wieder ein Widerspruch. Dann sagt er, das sind ja alle Völker schon in Jerusalem und nennen Jerusalem des Herrn Thron. Alle jene Verbündeten der anderen Nationen, die sich dem Herrn anschließen und sich dem Herrn unterwerfen und die seinen Bund mit Israel festhalten, werden als völlige Teilhaber des Bundesvolkes Israel betrachtet. Das heißt, diese Völker schließen sich in einem Bund mit Israel zusammen. Und dann geht Dr. Davidson weiter und sagt, der Messias wird generell vom Volk Israel als der Messias erkannt. Da kommt dann in diese Zeit herein, wo die ganzen Völker sich in Jerusalem versammeln, kommt der Messias. Der Messias wird vom ganzen Volk erkannt, während er trotzdem von einigen seiner vorgeblichen Freunde, und da zitiert der Sacharja 13,6, verraten und zum Tode für die Sünde der Welt ausgeliefert wird. Also auch er ist der Meinung, dass hier in dieser Situation trotzdem der Messias jetzt in dem Fall nicht geopfert wird, sondern von einem seiner vorgeblichen Freunde verraten wird und zum Tode für die Sünde der Welt den Feinden ausgeliefert wird. Nimmt ihn aber trotzdem die Mehrzahl der Israeliten die Führerschaft eingeschlossen als Messias an. Das heißt, das sind einige verwegene Feinde, die sich dahinterrücks an Jesus heranmachen, aber die Führerschaft hätte ihn schon längst angenommen. Und dann sagt hier Dr. Davidson, nach seiner Auferstehung, unmittelbar oder eventuell nach einer gewissen Zeit der Rückkehr in den Himmel, der Zeitablauf ist nicht ganz klar, sagt er hier, kann man aus der Prophetie nicht ganz klar erkennen, aber unmittelbar nach der Auferstehung nimmt der Messias den Thron Davids ein, kommt also vom Himmel, nimmt den Thron Davids ein
und herrscht über ein vereintes Königreich Israel für immer. Und da zitiert er Jeremia 17 und Hesekiel 37, den Text, den wir vorhin gelesen haben. Den bringt Dr. Davidson in seinem Konzept ebenfalls in Verbindung mit einer Zeit, wo der Messias vorher noch geopfert wird und das Volk dann erst vereinigt, wo er das zweite Mal vom Himmel kommt. So wie dann andere Nationen den Herrn und seinen Messias annehmen, expandiert Israel seine Grenzen, bis seine Herrschaft die ganze Welt umfasst. Jesaja 27 zitiert und Zacharia 9 Vers 10 wird wieder zitiert, wo der Messias die Wagen und die Rosse aus Jerusalem wirft. Und das ist für mich wieder ein Widerspruch, weil die müssten ja schon vorher schon längst draußen sein, wenn die schon alle sich in Frieden mit Jerusalem zusammengetan haben und in Gemeinsamkeit den Messias erwartet haben. Das sind für mich einfach zu große Unstimmigkeiten dann. Und dann heißt es, so wird dann das verheißene Land für Israel über die Grenzen Kanaans ausgedehnt, um die ganze Erde eben nach und nach einzuschließen. Und so sollte das Reich Gottes nach und nach über die ganze Welt ausgebreitet werden. Meine lieben Freunde und liebe Geschwister, wir haben jetzt in diesen letzten Monaten und Wochen, die wir über dieses Thema gesprochen haben, versucht aufzuzeigen, wie hier zwei Pläne gegeneinander stehen und wo wir viele Prophezeiungen in der Bibel haben, die offensichtlich auch in adventistischer Theologie sehr unterschiedlich noch verstanden werden, wo es aber um messianisches Friedensreich geht, wo es um den Erlösungsplan geht, wie er im Alten Testament vorhergesagt war, und wo wir erkennen haben können, dass der Großteil dieser Prophezeiungen sich nie erfüllt hat und sich auch nie mehr erfüllen wird. Und der einzige Grund, den wir da geben können, war, dass Israel seinen Messias verworfen hat und dass es nicht im Plan Gottes war, dass das geschieht. Wenn das anders geschehen wäre, dann hätten sich alle diese Prophezeiungen natürlich erfüllt und die ganze Weltgeschichte wäre völlig anders verlaufen, aber auch die ganze Geschichte Israels wäre anders verlaufen und auch die Geschichte der Welt und auch die Geschichte des Universums letztendlich. Denn mit diesem Plan A-Konzept hätte es ja auch einen Weg gegeben, wo auch Satan letztendlich, der diese Völker immer wieder von hinten her aufgehetzt hätte, auch sein Gericht hätte finden müssen. Und ihr merkt, da hätten wir noch vieles zu überlegen, da wären noch viele Prophezeiungen, die zu überdenken wären. Und meine Frage ist zum Beispiel, wie können auf der einen Seite adventistische Theologen Zacharia 14 mit diesem Beispiel, wo Jesus den Fuß auf den Ölberg setzt und dann kommt die Stadt Jerusalems herab und wird dort praktisch auf dieser Erde herniederkommen und dann greift der Teufel diese Dinge noch an. Ellen White übertragt diese Stelle von Zacharia 14 1:1 auf diese Geschichte nach den 1000 Jahren. Ja. Unsere Theologen bringen das mit der Geschichte Israels damals in Verbindung als eine Möglichkeit, die es gewesen wäre. Ich glaube auch, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre, weil das längst vor der Hinrichtung des Messias. Und wenn sich das jetzt nicht erfüllt hat damals, dann kann man hier gewisse Elemente der alttestamentlichen Prophetie, die sich so nicht erfüllt hat, natürlich auch auf Endzeit, auf unsere heutige Endzeit übertragen und auch dann auf die 1000 Jahre. Denn in der Offenbarung ist auch die Rede davon, von einem Gog aus Magog. Gog und Magog wirkt sich versammeln. Das ist dort in Offenbarung 20, wo Satan die ganzen Völker, die da auferstanden sind, versammeln wird. Aber das wird kein König sein, der aus dem Norden kommt, wie es hier in Hesekiel 38 und 39 beschrieben wird. Deshalb sollten wir verstehen, wie es möglich ist, dass Ellen White diese Texte, die eigentlich hier für eine irdische Situation sprechen, auf das himmlische Jerusalem übertragen kann. Das sind alles Themen, über die wir in Zukunft noch nachdenken können und sicherlich auch nachdenken werden, wenn uns Gott die Möglichkeit dazu schenkt. Und da werden wir auch merken, wenn wir die Offenbarung studieren, werden wir erst recht wieder gefordert sein, diese alttestamentlichen Prophezeiungen wieder aufzuschlagen und dorther Symbolik zu finden,
wo wir diese Texte und diese Bilder dort übertragen werden. Aber nur deshalb, weil sich der ursprüngliche Plan Gottes, wie er es vorgehabt hat, nicht erfüllt hat. Meine lieben Geschwister, ich denke, wenn wir abschließend heute Abend bei diesem Thema sind, da möchte ich noch einmal auf diesen Text hinweisen, den wir im zweiten Petrus finden, wo der Apostel Petrus damals schon davon gesprochen hat, nachdem der Messias da war, nachdem Jesus dieses ganze Leid auf sich genommen hat und bereit war, an das Kreuz zu gehen, um dem jüdischen Volk die Augen zu öffnen, aber auch um uns allen die Augen zu öffnen für das, was Gott schon längst mit dieser Welt vorgehabt hätte und was er in Zukunft noch vorhat, dass der Apostel Petrus gesagt hat: Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Und ich glaube, auch nach diesem heutigen Thema, wo wir wieder aufs Neue aufmerksam geworden sind, hoffentlich, und wo es mir hoffentlich gelungen ist, euch zumindest aufmerksam zu machen, in welcher großen Verwirrung wir uns da eigentlich noch befinden und wo wir vieles aus dem prophetischen Wort noch nicht verstanden haben, wo da noch viel Dunkelheit da ist, dass wir dieses prophetische Wort erst recht noch brauchen, so lange, bis uns das wahre Licht aufgeht und der Morgenstern auch in unserem Herzen aufgeht. Möge Gott uns helfen, dass wir nicht dabei stehen bleiben, aber dass wir nicht nur kritisch auf das schauen, was in anderen Kirchen gelehrt wird und in anderen Religionen gelehrt wird, sondern dass wir auch in unseren eigenen Hausen Irrtümer erkennen und ausräumen und da zu einer klareren Sicht kommen und zu einer klaren Erkenntnis über den Plan, den Gott damals hatte und aus diesen Beispielen heraus die nötigen Schlussfolgerungen ziehen für das, was Gott jetzt heute noch vorhat. Denn heute hat Gott tatsächlich ein geistliches Jerusalem, das er baut auf dieser Welt, um das keine Mauern gebaut werden. Und es könnte ja sein, dass diese Geschichte, die damals angesprochen wird, wo Jerusalem ohne Mauern gebaut werden sollte, sich in übertragenem Sinne erfüllen könnte, in einer Gemeinde, die weltweit existiert und die in Zukunft von allen Völkern angegriffen werden wird und dass auf diese Art und Weise der Herr eingreifen wird, weil er dann eine feurige Mauer um sein Volk sein wird. Aber das wäre eine mögliche Übertragung dieser Prophezeiung aus Hesekiel 38 und 39 und Sacharja. Aber das war nicht die ursprüngliche wahre Bedeutung. Und es wird darum gehen, dass wir auch lernen, was aus dem Alten Testament können wir geistlich übertragen auf das Neue Testament, was war Plan Gottes, was war ausdrücklich von Gott so geplant und gewollt und was wurde auf keinen Fall geplant, was hat diese Weltgeschichte und was hat Israel erst erleben müssen und erlebt, weil sie den Messias verworfen und ihn hingerichtet haben. Und Ellen White sagt uns auch heute, dass nicht nur die Juden, wir haben vorhin das Zitat gelebt, nicht nur die Juden den Messias verwerfen konnten, sondern dass wir es auch heute noch tun können. Wenn wir nicht recht mit seinem Wort umgehen und wenn wir nicht bereit sind, sein Wort in der rechten Weise zu verstehen und auch nicht bereit sind, sein Wort in rechter Weise auszuleben. Möge Gott uns die Kraft schenken, dass wir das lernen zu tun und uns Weisheit schenken lassen, damit recht umzugehen. Gott segne uns und lasst uns noch mit einem Gebet zum Abschluss kommen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich Danke sagen für diese Zeit, die wir jetzt wieder verbringen konnten, für all diese Themen, die wir auch in diesen letzten Monaten im Zusammenhang mit deinem Plan studiert haben, den du gelegt hast, den du dem Propheten offenbart hast. Du hast uns gezeigt, wie vieles du vorhattest und wie vieles davon sich erfüllt, wie vieles sich aber nicht erfüllt hat, worauf wir noch warten und was wir noch zu verstehen haben. Ich bitte dich, dass du jeden einzelnen von uns ermutigst,
dass wir uns mehr Klarheit verschaffen, dass wir uns noch intensiver mit den Dingen beschäftigen, die wir in deinem Wort noch nicht verstehen und uns nicht nur mit den Abschnitten der Bibel auseinandersetzen, die wir schon so oft gehört haben und die wir schon längst verstehen, dass es vielfach vielleicht schon langweilig ist, sie zu hören und darüber zu lesen. Bitte hilf uns, dass wir tiefer graben und dass wir zu tieferen Einsichten kommen und dass das regelmäßige Bibelstudium, egal welches Thema es ist, dass es uns anspornt, mit deinem Wort in Verbindung zu bleiben und auch anspornt, unser Leben mehr in Übereinstimmung mit dir und mit deinem Plan zu bringen. Begleite uns in diesem Sinne und führe uns auch weiterhin an deiner Hand. Und wenn wir jetzt eine Zeit lang aussetzen und in dieser Sommerzeit jetzt diese Sendungen etwas ruhen lassen, so gib, dass jeder Einzelne trotzdem darüber weiter nachdenkt und dass wir immer wieder auch die Möglichkeit wahrnehmen, dort nach deinem Worte zu suchen, wo es uns gegeben wird und wo wir die Möglichkeit haben, es zu finden. So, sei mit uns und begleite uns auch durch diese Sommerzeit um deiner Liebe willen. Amen. Gut, meine lieben Freunde, ich hoffe, dass das, was wir heute angeschaut haben, dass das auch dazu geführt haben möge, dass wir neuerlich erkannt haben, dass wir nicht stehen bleiben können, sondern dass wir weitergehen werden. Und ich möchte euch sagen, dass wir jetzt wirklich eine Sommerpause machen. Es wird mir nicht möglich sein, immer regelmäßig da zu sein. Aber ich werde mich melden, wenn zwischendurch vielleicht eine Möglichkeit besteht. Und aber sonst würde ich gerne mir auch selbst eine Pause gönnen und wieder neu auftanken und auch wieder neue Gedanken sammeln und weitere Gedanken sammeln. Und ich hoffe, dass auch im Sommer manche Gespräche möglich sind und manche auch weitere Aufnahme von verschiedenen Einsichten. Und sobald es wieder möglich ist, werde ich mich wieder melden. Und ich hoffe, ihr habt auch einen gesegneten Sommer für eure Ferien. Und so Gott will, sehen wir uns ja da und dort wieder, auch in der nächsten Zeit. Und wünsche euch in diesem Sinne auch Gottes Beistand und Segen. Danke für eure Geduld, die ihr mit mir habt, auch wenn manche Dinge vielleicht nicht so verständlich sind. Aber ich hoffe, ihr meldet euch und sagt mir dann auch, wo ihr Probleme habt. Und wir bleiben ein Austausch. Gott segne euch und uns alle. Auf ein Wiedersehen bis irgendwann, wenn wir uns persönlich sehen oder zum nächsten Mal über dieses Medium. Ciao, alles Gute.